Frau Leni, sind Sie gern da auf der Brünner Straße? Ja. Leben Sie gerne auf der Brünner Straße? Verstehen Sie mich? Ich verstehe nein. Nicht, nein. Leni, ob's da gefällt auf der Brünner Straße? Was sagst du? Ob's da gefällt auf der Brünner Straße? Ob schein's auf der Brünner Straße? Ja, ja. Würden Sie gern woanders leben, wo es nicht so viel Verkehr gibt? Ob du woanders gern leben darfst? Nein, ich bin daheim zufrieden und am glücklichsten. Haben Sie die Brünner Straße lieb? Die Brünner Straße? Naja. Und an was denken Sie, wenn Sie da so stehen? Was will ich denken? Mein Geschäft. Den ganzen Tag denken? Das will stehen bleiben. Bleiben für stehen? Ja, es geht. Sag, und wenn man da so zuschaut, dann erlebt man da was? Wenn man da so zuschaut? Bei dem Verkehr. Ja. Sind wir froh, dass einer ist, sonst macht man kein Geschäft. Nicht? Wenn wir alle Stunde einer fahren, dann nicht. So ist du auch das Geschäft, nicht? Bleib du mehr stehen, nicht? Das heißt, für Sie ist der Verkehr ein Segen. Für Sie ist der Verkehr ein Gottessegen, gell? Na, fertig. Passiert viel da auf der Straße? Na ja, freilich. Unfälle sind genug. Ne? Da haben sie mich im Baum dafiert, ne? Vor die Gassen. Wirklich da, da vor dem Fenster? Mhm, auf der drüben Seite, ja. Und wann war das? In 73 Jahren. Wie alt war er da? In 8 Jahren war er. Denken sie manchmal noch dran an ihn? Kannst du ja nie vergessen. Und wie lange haben sie gebraucht? Oh, lang. Vergessen du hast das nie, aber immer nicht. Da kann man drüber reden und hat irgendwas. Nein, es ist halt so. Und früher hätte man nicht reden dürfen mit Ihnen und drüber? Nein, du kannst ja gar nicht reden. Davon, ne? Ja. Wie oft denken Sie denn an Ihren Buben, wenn Sie da so rausschauen? Na, oft. Oft und in der Nacht oft. Gell, wenn ich so liege, denkst du schon oft drauf. Ja. War Ihr Kind das Einzige, das hier im Ort zusammengeführt worden ist? Oder nein. Dann haben sie von Kollegen von mir, den haben sie einen Buben dafür, aber in Schrick drüben, auf der Kreuzung da. Ja. Was für ein Gefühl kriegt man dann zur Straße, wenn so etwas passiert? Na, zuhören, aber was will ich machen? Ne? Thank you.
das Geschäft heute. Ich beklag mich nicht. Wenn es bei mir ein 20er ist, bin ich zufrieden. Ist mehr, bin ich zufrieden. Ich bin ein total zufriedener Mensch. Wie machen Sie das, dass Sie so zufrieden sind? Ich habe einen Krieg hinter mir. Was für einen Krieg? Einen Zweiten Weltkrieg habe ich hinter mir. Das heißt, na, was glauben Sie, wie alt ich bin? 60? 65 wäre ich. Und Leute, die einen Krieg hinter sich haben, das sind sehr zufriedene Leute. Und ich mache das eigentlich vor, also noch 13 Jahren wird's, ist meine Gatte tödlich verunglückt und da habe ich mir das angeeignet. Und jetzt muss ich mich halt durchschlagen, weil so viel Witwenpension kriege ich nicht. Ne? Und was verkaufen Sie da alles? Alles Altwaren, lauter Klumpert. Wenn wer kommt und sagt, was hast du, ist so lauter Klumpert. Sie veräußern alles, ich gell? Veräußere meine Großmutter, wenn ich es noch hätte. Ja, nein, ich veräußere alles. Meine Sonne hat mich geschimpft, ich habe ihm seinen Mistkübel verkauft. Sein Mistkübel? Ja. Ich verkaufe alles. Sag, und wer kauft denn so das Klumpert? Wer sind die Klumpertkäufer? Die Sammler. Ich hätte was anderes untersuchen. Was wollt ihr sagen? Die Sammler. Oh, wirklich. Es wird alles gesammelt. Man kann sich nicht vorstellen, es wird alles gesammelt. Na was zum Beispiel? Bierdeckeln, Zündhölzschachteln, alte zum Beispiel. Wo wird das hingeben? Zum Beispiel, das ist ein ganz altes Aspro-Schachtel. Das wird auch gesammelt? Wird gesammelt. Und sag, und wie kommen Sie zu dem Klumpert? Mein Lieber, ich bin wie eine Zigeunerin. Mir ist das wurscht, was die Leute sagen. Ich bin ich. Und wenn ich nur einen Decker weg, aber ich bin ich. Ich gehe. Sperrmüll stehlen. Dort die Leute haben gesagt, ich habe ein bisschen was. Dort krieg ich es, da krieg ich es. Dort, wenn ich am Bauhof zahle, ich ein paar Schilling für einen Sprit. Und so sammle ich immer mein Klumpert zusammen. Sind Sie gern alleine zu Hause oder sind Sie lieber da? Nein, ich bin lieber da. Ja, was tust du da daheim? Du kannst nicht immer sitzen, fernschauen, weil du kriegst fegende Augen. Und nein, und so schaut es aus. Und gefällt Ihnen überhaupt das Fernsehprogramm? Das Fernsehprogramm ist ein Klumpert, ja. Viel zahlen. Jetzt verlangen sie schon, wenn du einen Zweitwohnsitz hast, dann verlangen sie auch schon ein Fernsehprogramm. Aber das Fernsehprogramm ist wirklich, wie soll ich sagen, das ist nicht mehr das, was war. Ja. Mein Geschäft ruft, ja? Na, bitteschön. Ja. Walten Sie Ihres Geschäftes. Pass auf, warte, ich Sie schießen, gell? Ja. Wie lang denn schon? Ja, circa 5 Jahre. Und warum schießt ein Mann? Warum geht er in den Schießkeller? Warum? Ja, also ich finde, es ist Ausgleichssport. Es dient eigentlich der Beruhigung, weil durch die Konzentration muss man eigentlich ruhig werden. Weil wenn man nicht ruhig ist, erreicht man kein Trefferergebnis, kein entsprechendes. Waren Sie vorher unruhig? Naja, zeitweise durch den Beruf. Was sind Sie denn? Ich bin bei der Post. Und wie gesagt, ich muss für Beschwerden auch entgegennehmen. Und es ist ein Ausgleichssport in dem Sinn. Was für Beschwerden müssen Sie bei der Post entgegennehmen? Ja, ich arbeite in einer Zustellabteilung. Und wie gesagt, und da kommen auch Beschwerden auch rein. Und was schießen Sie da? Ja, ich schieße Pistole, auch Revolver und dann auch Gewehr. Und wo sind Sie am besten? Ja, an und für sich Faustfeuerwaffe.
Und sind Sie öfters da? Ja. Wie oft denn? Jeden Tag fast. Jeden Tag? Wann kommen Sie da? Zwischen 10 und halb 11 immer. Und wie lange bleiben Sie? Ein Bier, zwei. Und wieso haben Sie so viel Zeit, ins Wirtshaus zu gehen? Ich bin arbeitslos. Weiß. Wie lange denn schon? 2 Jahre, glaube ich. Was ist denn vom Beruf? Fleisch habe ich gelernt, aber nicht ausgelernt. Und keine Chance auf. Mit der Wöhne, glaube ich. Nichts. Wie ist das Leben eines Arbeitslosen hier? An Fahrt. Der Brünner Straße. Fahrt. Was ist das Fade? Fahrt, weil. Gibt es manchmal Freuden in Ihrem Leben? Spaß oder Freude? Bin überfragt. Und Sie sind da auf Durchreise oder leben Sie? Nein, dort? Ich bin da zu Hause. Der zweite Wohnsitz ist das da. Wie oft sind Sie denn da? Nur 2-3 Mal im Tag. Wieso denn so? Na, weil ich einen Kaffee brauche. Und Ihre Frau kocht Ihnen keinen Kaffee zu Hause? Nein. Wieso nicht? Das ist ganz anders von da. Das ist sind besser? Besser. Sind Sie gern zu Hause? Oder sind Sie gern ja, weg? Ja, teilweise. Ich sehe, Sie führen eine gute Ehe. Schon, gell? Ja, aber mach es mal, red die Frau zurück, wenn ich was sagen tue. Ne? Das ist blöd, gell? Nach 32 Jahren ist das so. Ne? Hat sie keine Angst vor Ihnen? Nein. Ich mach es mal vor ihr. Ja? Wenn es bösartig wird. Wann wird es denn bösartig? Wenn ich das nicht mache, was sie sagt. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Wenn sie sagt, ich soll in der Wohnung nicht so eine Unordnung machen. Das heißt, die Frau ist manchmal unglücklich über Sie. Dann geht's dann weg, immer, ne? Nicht immer. Wann nicht? Na, sie sagt, mach es mal, wenn ich zu lästig bin zu Hause, geh fort auf einen Kaffee. Ihr Mann hat gestern gesagt, er muss oft flüchten vor Ihnen. Na, oft nicht. Naja. Manches Mal. Nein, das geht nicht um das. Ich weiß genau, warum flüchtet er. Wieso flüchtet er? Wieso? Wenn ich Unordnung machen tue. Ja, lass alles stehen, liegen und fort ist. Und ich kann hinter ihm nur rennen und sauber machen. War er immer so? Ja. Haben Sie ihn nicht erziehen können? Nein. Wenn ich was sage, ich sage, Gerhard, macht, bitte mach das oder das, dann ist das. Oh ja, das mache ich schon. Mhm. Aber nicht gleich. Da liegt das. Der wird nicht im Kuchel essen, der muss alles da serviert. Da sind dann Brezel überall und von Käsepapierchen und so Sachen. Ja, da gibt es ja einen Staubsauger und gewisse Haushaltshilfen, ne? Ja. Ja. Wie oft schicken Sie ihn so weg? Ich schicke ihn überhaupt nicht weg. Er geht von allein. Aber braucht er nicht wegschicken? Nein. Er sieht schon mein Gesicht, ja, wie ich besser schon und dann geht schon. Sag, und Sie haben so ein bisschen einen Akzent. Ich bin Bämin. Sie sind Bämin. Von wo kommen Sie? Aus Brünn. Und er hat Sie geholt? Importiert. Und die Leute so im Ort haben das akzeptiert? Na, bei dem Anfang nicht, ja. Wie war es am Anfang? Aber, na ja, da haben schon, überfingen schon, ja, auf mich und das. Aber mit der Zeit, ich habe mir schon durchgeboxt. Wie lange haben Sie gebraucht, dass Sie akzeptiert wurden? Na, circa, ich sag's ehrlich, circa 2-3 Jahre. War das bitter am Anfang? Überhaupt Abend. Da habe ich immer gerät. Boah,
Jetzt nicht mehr. Jetzt will ich überhaupt nicht nach Bemmen. Grüß Sie. Wirklich ist das. Sind Sie die Frau Spira? Ja, hätten Sie es gern. Das ist nur so. Frau Koch, würde ich es gern. Was essen Sie denn gern? Oh. Da kann es doch ein Problem. Und haben Sie noch was vor im Leben? Ja. Wenn es der Himmel von der Welt, dann geht noch was. Aber wenn nicht mehr, dann. Dann was ist es Ende. Naja, was sie so findet, ne? Dann haben sie noch so Träume. So. Viel kann man sich so nicht mehr vornehmen mit den Alten. Da gibt es so irgendwas, was sie sagen, also jetzt hätte ich dazu Zeit, jetzt. Das möchte ich gerne machen. Eigentlich rund um den Frieden, nichts mehr. Ja, bitte. Kein Ding mehr. Ist das schon das ganze Nachtmahl heute? Nein, das ist nur so zwischendurch Speis. Eine kleine Brille, ja. Mit denen kann man nicht. Wird man nicht satt, gell? Na wo? Was gibt's denn heute noch? Ein Schweinsbraten mit Waldviertelknödeln. Oder ein Anten. Jetzt haben wir den ja ganz. Das ist auch was Gutes, gell? Ja, ganz was Gutes. Grüß Gott. Beim letzten Mal habe ich 3 Viertel an der Haxen gedruckt. Was zahlen dann? Ich danke. Wiederschauen. 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 Was konsumieren Sie heute? Ich? Ja? Servus Bier. Und die Dosen? Ja, das ist zum Mitnehmen. Nichts zu Hause zum Essen? Ach doch. Doch. Aber geht nichts. Oje, wieso? Kaputt. Und nur so flüssig ist auch nicht gesund. Und das muss man nicht so beißen, ne? Ja. Und schon lang kaputt, oder? Ja, aufbissen. Hm? Aufbissen. Das ist immer unangenehm, gell? Wieder zu Frage. Und wie geht's Ihnen sonst? Danke. Sind Sie oft da? Ja. Wie oft? Ja, das habe ich gewartet. Zweimal im Tag. Zweimal am Tag? Ja. Wieso? So oft? Ja. Einmal in der Früh und einmal am Abend. Und niemand zu Hause, der sagt, also, wo bleibst doch. Du? Doch. Doch. Aber egal. 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 Und wie oft sind Sie denn da?
Alles auf die Nacht bis am Mittwoch oder Ruhetag. Ich hab nicht geglaubt da. Und da geht er, trinke ich mir zwei Spritzen, dann krieg ich wieder heim. Und jeden Tag? Ja. Und wie alt sind Sie? Im 92. Wie wird man so alt, sagen Sie mir das? Ja, ich hab mich gut gehalten, ich hab viel gearbeitet. Ich hab auch Kinder gehabt. Und haben Sie zu den Reichen gehört oder eher zu den Armen? Zu den Armen. Aber ich bin auch glücklich. Ich bin auch glücklich. Wieso sind Sie glücklich? Ja, weil ich komme aus mit meinem Geld. Ich war eine kleine Pension, ich komme aus. Und ich tausche mit nehmen meine Kinder, kriegen auch noch was. Leben Sie zusammen mit den Kindern, oder? Drei sind schon gestorben. Drei sind schon gestorben? Zwei Buben sind verunglückt und ein Mädchen ist gestorben im Spital. Und wieso sind die Buben verunglückt? Mit dem Auto, oder? Ja, mit dem Motorrad. Hier auf der Straße? Ja. Auf der Brünner Straße? Eigentlich ja. Schon lange her? Und der Mann ist gestorben schon vor 50 Jahren. Vor 50 Jahren ist Ihr Mann gestorben? Ja. Und haben Sie dann wieder geheiratet? Nicht? Ich glaube, ich bin ein Vogel. Wieso haben Sie nicht mehr geheiratet? Ja, mit den Kindern kann ich es. Die Kinder hätten es vielleicht nicht wollen, weil ich bin die Deppert. Lebt man ohne Mann besser? Ja, ja. Sie wohnen direkt an der Brünner Straße, ja? Schon 55 Jahre. 55 Jahre. Wie halten Sie den Verkehr hier aus? Na bitte, gar schön. Da stehst du auf 10 Minuten, bis du rumkommst oder was. Auf der anderen Seite, jetzt ist die, sind die Weg gekommen zu der Seite. Na, Kruzifix nochmal. Na, geht die Straße nur in Auto? Na, sehen wir das ab. Und die Autofahrer, die glaube ich, die sind die Kaiser. Bei mir nicht. Na, was machen bei Sie mir waren schon lang weg. Na ja, aber was machen Sie? Was? Wenn Sie Macht hätten, würden Sie die Autos was? Verbieten, gell? Wenn da einer hingeht und die Hand in die hebt und der will drüber gehen, wenn der nicht stehen bleibt, ist er schon gestorben. Führerschein weg. Weg aus. So geht das. Radikal. Radikal. Ja. Ich war SS-Mann. Eine radikale Partie. Und alle 15, 20 Meter steht einer. Und die krochen und eine in die Gummi. Dass sie sich da reingehen und erschießen, die Schweinehunde. Weil mir gebiert einer nicht. Aber die Methoden gehen heute nicht mehr, gell? Nein, nicht gut. Aber wenn ich zwei Brenner leben kann, die haben wir Pech gehabt. Da hätten wir schon genug umgedreht. Aber ein Lampister, ein Schmarrn. Sag, und wo waren Sie denn bei der SS? Wo waren Sie denn bei der SS? Wenn ich das so glaubst du es gar nicht. Bin eingekriegt. Urlaub bei Bresslau. Da bin ich ausgegangen. Hier Sonderkommando. Ansonsten bin ich ein Mörder. So schnell bin ich schon gar nicht reagieren können. Wenn ich es niedergekracht habe. Hat das in Ihnen dann genagt? Aber erst, da denkst du nichts dabei. Das ist die Aufgabe und die Ding. Und alles, und wenn ich her zurück, dann, Mensch,
Du Trottel, bist ein Treppel von mir. Ja? Kannst du damit leben? Wie lebt damit? Das war eins, was, das war bei vielen. Und jeder andere macht es auch. Und zu welcher Partei sind Sie nachher gegangen, nach dem Krieg? Zu welcher Partei? Mhm. Ich hab nie eine Partei gekannt. Sind Sie? Ich bin ein Sozialist und bleib einer. Ich bin ein Roder und bleib ein Roder. Ganz wurscht. Ist mir scheißegal. Na, vorher waren Sie Nationalsozialist. Oder? Also, ah, Sozialist. Na, nur Sozialist. Eingestellt. Wie geht's Ihnen? Solange ich bin Hering, geht's mir sehr gut. Und dann, wenn Sie zu Hause kommen? Dann auch, na was. Ich bin schon in der Pension, mir geht ja nicht so. Hm? Was waren Sie vorher? Was haben Sie gearbeitet? Ein Landwirt. Sie sind ein... Ein Weinbauer sozusagen. Hm? Und Sie sind ein reicher Bauer, ein großer Bauer. Ich bin ein Pensionist, ein armer Pensionist. Mama macht es immer so. Immer so, gell? Ah, ja, der Fröhlich. Ja. Die tut mir viel streicheln. Die darf nicht so viel streicheln, weil er viel so viel Horn hat. Die ist ja auch streicheln. Nein, ab noch. Aber was anderes darf man streicheln. Mama macht es mit dir so. Der Fröhlich. Wie so meine, oder bist du gescheit? Was? Bist du gescheit oder gehst du durch Haar so aus? Nein. So gescheit bin ich nicht, das kommt von Streicheln. Aha, die Liebe. Ja, das macht die Liebe. Liebe macht. Die Liebe macht. Ja. Das ist ja. So ist es. Also, weißt du, was du so lieb bist zu der Frau, dann müsstest du normal schon daheim sein. Na ja, meine Frau ist in die Kirche gegangen und ich hab gesagt, ich gehe in den Hering, haben wir 8 Raden. Der Vater ist eigentlich auch. Einen Weißen haben wir eh daheim, nicht? Wir haben keinen Roten. Nicht. Da kaufen wir oft einen 8er Roten. Ja, wieso? Was? Gehst du ins Wirtshaus am Hering und trinkst einen 8er Roten? Du bist ja ein Schwarzer, was dem ist. Gerade haben wir gesagt, von der Politik reden wir nicht. Ob schwarz, ob rot, ob blau, das ist wurscht. Sag ich, der Wein schmeckt mir. Streitet es manchmal über Politik? Nein, eigentlich nicht. Was sagst du? Hm? Haben wir schon mal gestritten? Nein. Das geht mir nichts an. Aber wir zwei reden, wieso geht's dir nichts an? Nein, ich sag's Bauern, ich bin ein Ruder und aus, Ende. Schluss. Ich war auf der Eisenbahn und aus. 40 Jahre schon. Hm? 40 Jahre schon. 40, glaube ich, schon, oder? Oder wir? Immer dein das Herz auf damit. Wie lange bist du ein Schwarzer noch? Nein, schon alle, aber genau dasselbe. Ach so. Da schimpft er zu lang den Zerrissener bei uns. Aber wie der Kreisky war, hab ich's gegeben, ne? Thanks. Der Kreisky hat den Fehler gemacht, dass er allen ein Geld gegeben hat. Das hab ich jetzt auch kassiert. Allen hab ich gesagt. Allen. Aber hauptsächlich schon. Hätte auch einen Spritzer. Ja. Trinkt man auch 8 und dann ist bitte. Schluss. Was? Das ist eine Musik. Das ist eine Musik. Eine schöne Vorfahrt, gell? Ah. Ein gutes Glasel. Einen guten Roden hat er. Guten Roden. Nein, müssen wir ein bisschen Reklame auch machen. Oder schmeckt er dann nicht? Ich weiß nicht. Was? Aber ich kann besser sein. Was? Gut ist er, ne? Na gut, ich kann besser sein. Mhm.
Sind Sie auf Durchreise oder wohnen Sie da in der Nähe? Wir wohnen da in der Nähe. Und kommen Sie öfters her oder warum? Danken, Zeitung lesen, Zigaretten kaufen, was man jetzt so braucht. Was macht ihr nachher? Fahrt ihr wieder zu Hause? Kommen wir dann an. Ja. Das heißt, das war sozusagen der Ausflug Freitagabend? So, ja. Kann man sagen. Wie oft macht ihr solche Ausflüge? Wir sind fast alle da. Wirklich? Nach Dienstende. Und ihr zwei seid glücklich miteinander? Ja. Eigentlich schon. Wie lange seid ihr schon zusammen, ihr zwei? Das ist nicht so gut. Zweieinhalb. So was auch. Ja. Jahre. Ja. Seid ihr verheiratet? Ja. Nein. Nein. Und vorher war es ja schon. Er schon, aber. Ja. Sie? Ich bin geschieden. Und er ist noch verheiratet. Ja. Aber ihr lebt zusammen? Ja. Wie hat Ihre Frau reagiert, dass Sie ausgezogen sind? Wie reagiert die Frau? Verärgert wahrscheinlich, oder? So auf die Welt, ja. Und Ihre Frau will sich nicht scheiden lassen, oder? Wir lassen sie beide nicht scheiden. Hm? Wir lassen sie beide nicht scheiden. Ich verstehe mich auch recht gut mit dir. Hm? Ich verstehe mich auch recht gut mit dir. Aber scheinbar seine Frau nicht so sehr mit ihm, oh, ja, oder? Oh, ja. Die akzeptiert das so völlig. Aber die wohnt nicht bei Ihnen. Nein. Nein, das ist die Wohnung zu klar. Ein bisschen kompliziertes Verhältnis halt. Das scheint so zu sein. Ja. Und Sie stört das nicht, dass er sich nicht scheiden lässt? Was soll ich dagegen machen? Muss man akzeptieren, ja? Ja. Ich kann ihn nicht zwingen. Ist halt mal so. Das Leben spielt manchmal seltsam, gell? Ja, ja. Sie sind hier scheinbar täglicher Stammgast, gell? Eigentlich schon, ja. Ja? Wie oft kommen Sie her oder wie lange sitzen Sie da immer? Ich komme ca. um 3 Uhr her, bis um ca. halb fünf, fünf. Und um 5 gehen Sie dann nach Hause, oder? Nein, da gehe ich essen. Wohin gehen Sie da essen? Gruser. Ins nächste Wirtshaus? Unten, ja. Und wann gehen Sie jemals nach Hause dann? Das ist verschieden. Kommt darauf an, wenn eine Schnapspartie zusammenkommt, dann wird es eventuell später. Wartet niemand auf Sie zu Hause? Nein, ich bin allein. Immer schon gewesen? Immer schon gewesen, ja. Ist das angenehm? Angenehm. Hat alles zwei Seiten, ja. Kann niemand schimpfen, kann ich heimkommen, wann ich will. Andererseits wieder... Wissen Sie, was ich meine, nicht? Wie ist das passiert, dass Sie allein sind?
Und so schüchtern gewesen immer wahrscheinlich. Wirklich? Naja, schon mehrere Freundinnen gehabt, das ist richtig. Aber es hat sich immer zerschlagen. Geh. Ja. Wie hat sich das zerschlagen? Na, wahrscheinlich selber schuld. Durch, was soll ich sagen, Nicht-Einhalten der ausgemachten Rendezvous und so weiter. Nicht? Da ist ja wieder eine Schnapspartie zusammengekommen, dann haben wir geschnapst. Vorbei war es. Sie sind lieber im Wirtshaus gesessen. Das möchte ich nicht sagen. Und da haben sie dann nein, die Damen das vergessen, oder? Nix, das möchte ich nicht sagen. Aber die hätte ja warten können, nicht? Ein bisschen. Na, wie oft haben sie sich denn so verspätet? Ja, man kann tolerieren eine halbe Stunde, nicht? Und das ist nie toleriert worden? Nein, eigentlich nicht. Fast nie. Oft ist es auch später geworden, nicht? Und wie spät ist es dann manchmal geworden? Ach Gott. Wenn ich noch jünger war, bis in der Früh. Und dann haben sie sich gewundert, dass die Frauen nicht gewartet haben auf sie? So ähnlich, ja. Was haben die denn gesagt, wenn sie so... Wie hat der Streit dann begonnen, oder sagen wir die... Naja, er ist das Saufen lieber wie ich. Na, was soll ich darauf sagen? Na, was haben sie darauf gesagt? Nein, aber du musst das auch verstehen. Eine Runde beieinander ist, aber wir müssen unterhalten. Nicht? Und wie oft war so eine Runde oder ist noch so eine Runde beieinander? Na, fast jeden Tag. Ärgert Sie das heute, dass Sie so undiszipliniert waren? Eigentlich schon, ja. Ja. Was fühlen Sie da? Was fühlen Sie da? Oder was denken Sie da? Fixen, wir waren nicht so deppert gewesen. Sagen wir so. Also es ist jetzt da mundartlich ausgedrückt, nicht? Wäre ich nicht so blöd gewesen oder klingt vielleicht besser. Ich sage, wir waren nicht so deppert gewesen. Nicht? Ja, so ist's. So den ganzen Tag, an was denken Sie da, wenn Sie da... Ja, an was denkt man denn, wenn man alleinig ist? Das ist alles Mögliche, ne? Ganz natürlich, nichts Besonderes. Man denkt ans Wirtschaftliche oft und was man macht den nächsten Tag und wie man es macht und so weiter und so fort. Halt, ne? Und man muss sich mit allerhand auseinandersetzen, zum Beispiel mit dem Sterben, mit dem Tod. Ne? Sollen wir 70 sein? Jetzt müssen wir sich vergewissern, dass es nicht mehr lang dauert. Nicht? Eine kurze Spanne, so viel. Ja, nicht mehr. Aber das ist der Werdegang des Lebens. Darüber kommen wir nicht hinweg. Weil auch manche sagen, im Friedhof gehe ich nicht, da komme ich eher so hin. Nicht? Das wird einem nichts nutzen. Nicht? Man muss sich mit dem Leben auseinandersetzen und auch mit dem Tod. Das ist halt meine Ansicht. Haben Sie Angst vor dem Sterben und vom Tod? Eigentlich schon, ja. Warum soll ich... Soll ich liegen? Ich meine, ich bin kein so vollkommener Mensch, dass ich nicht Angst habe vor meinen Richter, sagen wir so. Vor Gott. Sag mal, vor was haben Sie Angst? Angst? Ja, wenn Sie an den Tod denken. Ja, eigentlich ist das eine simple Dummheit von mir. Zum Beispiel habe ich Angst vor diesem schieren Grab. Dann schauen Sie mal runter und machen Sie einen Gedanken. Ne? Und eben vor dem Gericht, da habe ich die meisten Federn. Was könnte passieren? Ja, na, man weiß es nicht. Wenn man an das glaubt, muss man sich schon vorstellen, dass man kann sowieso nur durch die Gnade Gottes in den Himmel kommen, wenn man Himmel nennen will.
Haben Sie keine Angst vor dem Verkehr? Nein, aber ich fühle mich am wohlsten daheim. Und ist schon was passiert auf der Brünnerstraße? Ist da schon was passiert auf der Brünnerstraße? Haben Sie dich schon niedergeführt? Freilich, weil ich 39 Tage ins Spital gelegen bin. Mhm. Und was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Der Gutsverwalter von Böhner hat rausgeschoben, weil der Post verkehrt. Und hat mich nicht gesehen. Zuerst war nichts zu hören sehen. Dann hat er mich zusammengeführt. Dann haben sie gleich auf der Post die Gendarmerie, die Rettung, alles verständigt. Und in Mistelbach haben sie sich ja nichts zu helfen gewusst von mir. Nach Mistelbach bringt mich auch niemand. Und wie geht's ihr sonst? Was glaubt die Frau? Wie es dir sonst geht? Na ja, mit den Alten musst du halt zufrieden sein, wie es ist. Und wie viele Kinder haben Sie denn? Wie viele Kinder haben Sie? Wie viele Kinder alles hast? Zwei. Und brav? Ja. Gott sei Dank, das sind die Kinder und die Enkelkinder brav. Gibt's keine Schwierigkeiten. Mann. Die Frau, wir wissen, wie du zu den Kindern gekommen bist. Da hat mich der Heilige Geist überschaut. Thank you.